So Pan comes again with words of wisdom and advice for our hero. Gabriel is angry now. Carmilla's betrayal has made him question his own faith. The Brotherhood means nothing to him anymore. He only wants his Marie back. He now has two pieces of the mask and only one more to find to make it complete. He must travel now to the land of the dead, and he must face the final lord, Death himself. There are still many leagues to travel, and I cannot risk being seen, for I doubt even one of his Brotherhood could help him now. He must go where none may follow. Into the abyss. Die Seraphim-Schultern. Carmilla, eines der Gründungsmitglieder der Bruderschaft, erhielt diese magischen Schulterstücke vom Orden als Geschenk, in Würdigung ihrer Hingabe und Reinheit des Geistes. Die Seraphim-Schultern, die aus den Federn eines Erzengels gefertigt wurden, gestatteten es ihrem Träger ursprünglich, kurze Strecken fliegend zurückzulegen. Doch heute, nachdem sie jahrhundertelang von der dunklen Fürstin der Vampire missbraucht wurden, besitzen sie nur noch einen Bruchteil ihrer wahren Kräfte. Der Tod selber ist der letzte Fürst der Schatten. Das wird ja spannend. Oh, haha, so funktioniert das also. Das könnte mir durchaus gefallen. Da bin ich ja mal sehr gespannt, was wir mit der Fähigkeit alles so anstellen können. Und ich frage mich ganz ehrlich, wie kommt hierhin einer von unserem Orden? Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß ist, wir haben einen neuen Lichtmagiestein gefunden und damit auch diese Anzeige ein bisschen erweitert. Die kommen langsam an ihr Limit, die Anzeigen. Das heißt, es ist nicht mehr so viel zu sammeln und nicht mehr so viel zu erweitern. In jedem Falle sammle ich gerade nochmal hier ein bisschen Schattenmagie ein. Ich glaube, es reicht, wenn ich hier die normale Anzeige fülle. Keine Ahnung, wann sich das erste Mal hier Gegner zeigen werden, aber ich werde wahrscheinlich nicht sofort meine Magie einsetzen müssen gegen die. So, hier hinten gibt es noch einen. Ich dachte es mir fast, wenn hier so ein weitläufiger Platz ist, gibt es doch noch irgendwo einen, von dem man was sammeln kann. Ein Schattenmagiestein. Sehr nett. Nehmen wir auch gern mit. Und ansonsten wollen wir natürlich noch unser Leben aufladen. Ich muss sagen, der Kampf gegen die Vampirfürstin ging ganz gut, nur diese eine Stelle, an der sie da gekniet hat und man nicht so richtig wusste, was man eigentlich tun soll, war ein bisschen komisch. Also, ich glaube, ich habe die linke Schultertaste für den Handschuh gedrückt und dann auf Zuschlagen, aber ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich habe wild herumgedrückt und alles Mögliche probiert. Ich glaube aber, das war die Lösung dabei. So, jedenfalls lässt sich die Klettersache jetzt doch ein ganzes Stück vereinfachen für uns. Oh, shit, hallo. Also klettern wird jetzt doch ein Stück einfacher für uns. Das ist auch sehr schön. Kann ich gut mitleben. So, hier hinten gibt es noch jemanden, von dem wir was sammeln können. Ja, weiß nicht, ob wir jetzt überhaupt noch irgendwelche Weihwasserfiolen brauchen werden. So, lesen wir doch erstmal, bevor wir die kleinen Mini-Trolle da platt machen. Es heißt, dass eine Hexe in dieser Gegend ihr Unwesen treibt, also muss ich auf der Hut sein. Ach, mal wieder eine Hexe. Ich bin schrecklichen Kreaturen begegnet und habe unermesslichen Widrigkeiten trotzen müssen. Doch in Gott habe ich in dieser schwierigen Zeit Stärke gefunden. Ich habe beachtliches Geschick im Umgang mit Waffen entwickelt und meine Beherrschung der Licht- und Schattenmagie hat sich als nützlich erwiesen. Ich glaube, ich bin jetzt stark genug, mich allem entgegenzustellen und nur wenige Kreaturen wären mir in einem Duell gewachsen. Mögen die Fürsten der Toten vor Angst erzittern. Der handgeschriebene Text endet abrupt.
Tja, auch wenn du stark warst, hättest du vielleicht doch ein bisschen mehr auf deine Umgebung achten sollen, mein Freund. Denn das Böse ist meistens nicht sehr ehrenhaft im Kampf. Ist nun mal so. Okay, hier drüben kann ich wieder rausklettern. Komme ich denn hier auch irgendwie weg? Nee, okay. Musste man ja mal schauen. Gut, wir müssen also auf die Art und Weise wieder hoch. Die Frage ist, wie genau komme ich hier drüber? Kann ich auch höher und weiter springen, okay? Ja, schon. Die Frage ist, wie komme ich denn da drüben ran? Also so ja nicht. Offenbar. Es sei denn, nee, dann hätten sie auch die Kamera anders gedreht. Ich verstehe wahrscheinlich gerade einfach mal wieder nicht so richtig, was sie von mir wollen. Das wäre ja nichts Neues. Oder gibt es hier was zum Schwingen? Nee. Ah, okay, ich kann es auch einfach später drücken. Dann könnte es natürlich reichen. Alles klar, das ist dann quasi wie so ein Doppelsprung. Moment. Wir nutzen mal einfach alle Fähigkeiten, die wir haben. Ah, sehr gut. Wir müssen einfach beide Skills, die wir bekommen haben, durch die Vernichtung der Fürsten der Schatten hier nutzen, um da weiterzukommen. Nett. Gule. Okay. Das ist spannend. Ich soll gegen Köpfe kämpfen? Das kam jetzt wirklich unerwartet, muss ich zugeben. Kann ich die überhaupt treffen? Ah ja, es geht. Also solange es nur die Köpfe sind, ist das okay. Oh, was? Was war das denn? Okay, genau, ich kann doch eigentlich einfach den Flächenangriff nutzen. Oh, warte mal, hier, sieh mal einer an. Wie dumm ist das denn? Oh, Alter, was sind denn das für Gegner? Spitzenmäßig. Gefällt mir, finde ich gut. Was ist denn das eigentlich für ein seltsamer Blasemechanismus hier? So, dann müssen wir sie mal ein bisschen verprügeln hier, unsere Freunde. Dich auch gleich noch? Ist auf jeden Fall eine spannende Art und Weise, einen Gegner zu gestalten, muss ich sagen. Ich weiß bloß nicht, wo sie die ganzen Köpfe hernehmen, um ehrlich zu sein. Oh, komm, jetzt echt in dem Moment gerade? Das war ja nur der dümmste Moment, den sie dafür finden konnten. Ach, wie ätzend. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Das Schlimme ist, diese Gegner sind überhaupt nicht gefährlich, aber wahnsinnig nervig. So, raus mit dir aus dem Boden, du Arschloch. Einer noch. Und damit hätten wir es. Was für seltsame Gegner. Ich frag mich, wie sehr sie gekifft haben müssen, um sich die auszudenken. So, die Frage ist, wo geht's weiter? Muss ich in die Höhle oder muss ich hier weiter? Wahrscheinlich gehen mal wieder beide Wege. Da ich hier nicht das Gefühl habe, wieder runterzukommen, probiere ich erstmal den anderen aus. Habe ich irgendwie eine Karte gekriegt oder sowas, weil oben noch was angezeigt wird? Keine Ahnung. Ja, die Weihwasserfiolen kennen wir ja. Ach so, wir haben natürlich zu den Charakteren noch etwas. Und natürlich auch einen Monstereintrag. So, dann schauen wir doch mal. Ja,
Dann schauen wir doch mal hier drüben. Ich nehme mal an, das wird jetzt zu diesen neuen Gegnern etwas sein. Ach so, die stehen auch mit bei Monstern, okay. Die kopflosen Wühler. Kopfloser Wühler. Größe Mittel. Schwierigkeit Mittel, okay. Die waren aber ziemlich ungefährlich. Aber vielleicht wird das ja noch. Wir hatten ja schon mal so einen Fall, wo ich Gegner für ziemlich harmlos gehalten habe und dann waren sie doch ziemlich ätzend. Bei diesen untoten Kreaturen handelt es sich um die enthaupteten Überreste von Kriegern der Bruderschaft. Oh, wie nett. Durch Nekromantenmagie wurden sie wiederbelebt und machen nun Jagd auf ihre ehemaligen Waffenbrüder. Mit ihren Köpfen können sie nach Belieben angreifen und ihre Opfer zerfleischen. Doch ihre Körper sind ihre Schwachstelle. Jeder, der in einem Kampf mit den Zombieköpfen verwickelt wird, sollte sich das merken. Ja gut, das war jetzt nicht so schwer herauszufinden. Schauen wir uns das hier noch an. Kommandant Allrocks, Größe groß, Schwierigkeit hoch. Ein weiterer Vampir aus dem Dämonenreich. Er und sein jüngerer Bruder waren beide unmenschlich, ehe die dunkle Fürstin sie fand und in Vampire verwandelte. Sie gehören eigentlich gar nicht in die irdische Ebene, da sie niedere Dämonen waren, die aus den tiefsten Tiefen der Hölle stammten. Wie sie in unsere Welt kamen, bleibt ein Rätsel. Wir wissen nur, dass die dunkle Fürstin der Vampire sie fand und unter ihren Einfluss brachte. Carmilla. Größe Mittel, Schwierigkeit hoch. Die drei Gründungsmitglieder der Bruderschaft des Lichts waren tapfere Krieger, die ihre physische Existenz aufgaben, um zu körperlosen Intelligenzen zu werden, die Gottes Kriege gegen das Böse auszufechten vermochten. Sie führten ein mystisches Ritual durch, um sich in engelsgleiche Wesen zu verwandeln. Ihre Absichten waren rein, doch wurden sie getäuscht und ihr Geist wurde gespalten. Ihre gute Hälfte stieg als engelsgleiches Wesen gen Himmel auf, doch ihre böse Hälfte blieb zurück. Die zweite der Gründer, Carmilla, war eine hochbegabte Heilerin, deren Fähigkeiten ihresgleichen suchten. Sie war von reiner Seele und keuschem Geist und Körper. Ihre Liebe für alle Lebewesen war allseits bekannt. Als der Geist in jener schicksalhaften Nacht ihren Körper verließ, wurden ihre Liebe für das Leben, ihre Liebe für das Lieben, okay, und ihre Reinheit ins Gegenteil verkehrt. Und so wurde die dunkle Fürstin der Vampire geboren. Die dunkle Fürstin der Vampire. Größe groß, Schwierigkeit auch hoch. Genau wie der dunkle Fürst der Lykanthropen erhielt auch die Vampirkönigin eine Gestalt, die eine tierähnliche Verkörperung der dunklen Aspekte ihres Geistes darstellte. Welch tragische Ironie, dass eine Heilerin mit einer derartigen Liebe für das Leben in ein blutsaugendes Monster verwandelt wurde, das die Energie lebender Kreaturen verzehren muss, um zu überleben. Diese scheußliche Fledermausdämonin benutzt die Seraphim-Schultern, um zu fliegen, und kann nach Belieben Vampirkrieger aus der Burg herbeirufen, um ihr zu Diensten zu sein. Ja, so eine Böse. Hier haben wir Laura noch als Eintrag, die ist auch nicht mehr aufgetaucht. Ich hätte gedacht, die hat nochmal irgendeine Rolle zu spielen, aber sie ist nicht mehr aufgetaucht. Die wollen wir uns aber natürlich auch noch anschauen. Das kindliche Äußere Lauras hat schon vielen das Leben gekostet, denn sie ist eine betrügerische, skrupellose Mörderin, die im Lauf der Jahrhunderte Scharen von Unschuldigen getötet hat, um ihren Blutdurst zu stillen. Obwohl sie den Körper eines Kindes besitzt, verfügt sie über die Gerissenheit und Intelligenz eines viel älteren Wesens. Sie kann besonders grausam sein. Oft ist die Tötung ihrer Opfer für sie nichts weiter als ein Spiel. Doch wenn sie mit sich allein ist, denkt sie zurück an längst vergangene Zeiten. Zeiten der wohligen Wärme, als die wunderschöne Stimme einer Frau sie in den Schlaf sang und sie im Dunkeln tröstete. Ein Leben, das vor langer Zeit verloren ging. Ja, sie hat's nicht einfach. Aber was ich noch feststellen muss, Gabriel war ja so entsetzt jetzt über das, was Carmilla gesagt hat. Aber eigentlich war doch da gar nichts Neues dabei, hätte ich gedacht, oder? Ich meine, das, was sie gesagt hat, das wussten wir doch alles schon vom Fürsten der Lykanthropen. Ich weiß gar nicht, was ihn jetzt so sehr entsetzt hat dabei. Naja, egal. Wir nehmen auf jeden Fall mal auch diese Schriftrolle mit und veranstalten eine neue Lesezeit. In dieser Gegend treiben sich Chupacabras herum. Mal wieder! Ich muss die Bruderschaft warnen. Diese lästigen Kreaturen verbringen ihre Zeit damit, Relikte zu stehlen und dumme Streiche zu spielen. Wir haben Wichtigeres zu tun, als an banalen Spielen teilzunehmen. Wir müssen die Welt vor den Fürsten der Schatten retten. Die Toten wandeln auf Erden und das Land leidet. Ich schlage vor, dass wir die Chupacabras ein für alle Mal vernichten und sie vom Angesicht der Welt tilgen. Das wird Gottes Werk sein
Und es ist Gott, der uns befehligt. Tötet diesen Abschaum. Nett. Oh, sieh mal an. Könnte es vielleicht doch hier weitergehen? Ich bin mir irgendwie nicht so richtig sicher, muss ich sagen. Ich kann das gar nicht leiden, wenn sich ein Weg so komplett aufspaltet und man dann wahrscheinlicherweise den anderen Weg nicht mehr nehmen kann. Das wird wahrscheinlicherweise auch hier so sein, oder? Kommen wir hier irgendwie durch? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nee, hier scheint Schluss zu sein. Gut, dann hat sich die Frage ja schnell geklärt. Ich mache mich mal schnell zurück mit meinen Flügeln hier. Und flatter mal in die andere Richtung davon. Hops. Oh, hier geht's tatsächlich in die Tiefe. Ich muss also wirklich springen. Ich wollte das eigentlich bloß so zum Spaß machen. So, dann machen wir das eben mal so. Keine Ahnung, wo es in der unteren Höhle hingegangen wäre. Oh! Ja, warum auch nicht? So, ich untersuche erstmal den Freund hier. Ein Schattenmagiestein. Ach, natürlich, mal wieder die Toten. Okay. Nummer 1 hätten wir schon mal. Gut, also die sind wirklich nicht schwer. Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was an denen jetzt so schlimm sein soll. Es sind halt viele, ne? Aber ansonsten. Keine Ahnung. Naja, zumindest können wir so ein bisschen Fußball veranstalten. Ja, ja. Immer ruhig bleiben. So. Ich weiche dann mal ein Stück aus. Okay. Neue Runde mit den Köpfen. Auch du fliegst raus. Und damit haben wir es auch schon. Also keine Ahnung, ich finde die nicht schwer. Vielleicht habe ich aber das Prinzip auch noch nicht so ganz durchschaut, dass es schwer machen soll gegen die. Okay, geht's hier drüben weiter? Nee, ne? Ah! Das war jetzt nicht der Plan. Du sollst nicht einfach da runterstürzen. Ich wollte eigentlich mal hier schauen, ob wir hier an die Kante rantreten können. Denn das sah so aus, als ob das da in eine Höhle runtergeht. Aber ich kann auch nicht schauen, was da ist. So, hier drüben. Ach doch, hier geht's weiter, oder? Nee. Unsichtbare Mauer. Natürlich. Okay, hier scheint's nicht weiter zu gehen. Nirgendwo. Fick deine Särge. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig. Okay, man kommt in diese Höhle aber auch nicht rein, wie es scheint. Dann werde ich wahrscheinlich wieder zurück müssen. Okay, versuchen wir mal irgendwie da unten reinzukommen. Ah, schon besser. Na, das sieht doch nach einem spaßigen Weg aus. Okay. Und hops. Oh. Ah, wir müssen ja also auch zwischendurch mal mit den Engelsflügeln arbeiten. Alles klar. Sind sie nicht süß? Gut, damit war ja zu rechnen, dass der Chupacabra kommt und uns jetzt hier alles klaut. Gut, ich gehe dann erstmal hier drüben zu dem hin. Soll der Chupacabra doch erstmal seinen Spaß mit unserem Zeug haben. Leben ist wichtiger. So, mal gucken, ob ich hier oben dann richtig bin oder ob wir gerade ausweiten müssten. Ah, wir sind richtig. Hallo. Ja, wenn man sonst nichts zu tun hat, kämpft man eben mal gegen einen Troll ohne seine Ausrüstung. Hat man schon lange nicht mehr. Zack.
Ja, Moment, ich bin doch noch gar nicht bei dir, mein Kleiner. Natürlich ist es kalt, wo ich gerade stehe. Apropos kalt, ich bin sehr froh, dass wir nicht mehr in der eisigen Region der Vampirburg rumstehen müssen jetzt. Hat mir nicht so sehr zugesagt, die Umgebung. So, haben wir es denn bald? Jetzt. Ich brauche ein Reittier. Gehorche, mein Freund, gehorche. Zack und zack. Wenigstens unser Kreuz haben wir noch. So, ja, wenn ich dich jetzt zu fassen kriege, mein Freund. Hast du ein Glück, dass ich dich nicht hauen kann. Beziehungsweise ich scheine es zu können. Ist sehr spannend. Du wirst mit Steinen? Schön. Okay, Chupacabra ist bewusstlos. Und wir holen uns unser Zeug zurück. Sehr gut. Ah, jetzt kommen wir hier raus. Alles klar. Ich hätte mir gar nicht die Mühe machen müssen, da hochzuspringen. Gut zu wissen. Dann macht das doch alles so ein bisschen Sinn. Gut, wir arbeiten uns wieder zurück auf den eigentlichen Weg. Und stoßen voran. So. Ach ja, natürlich. Wir lassen die Plattform dazwischen einfach mal Plattform sein und machen uns direkt weiter. Warum auch nicht? Wir können es ja. Aber da haben wir schon Glück, dass wir jetzt diese Fähigkeiten haben. Ich frage mich ja immer noch, wie diese Ritter des Ordens hierher kommen. Ich meine, die haben sowas nicht gehabt. Frag mich, auf welchem Wege die geflogen sind. Dreh mal die Kamera, so. Okay. Gut, passt. Und hoch mit dir. Na komm. Gabriel? Dankeschön. Noch weiß ich aber nicht so richtig, worauf Pan eigentlich anspielen wollte. Als er sagte, wie viel bist du bereit zu tun, um das Geheimnis herauszufinden und uns dann durch diesen Spiegel geführt hat. Werden wir denn jetzt hier irgendwelche Geheimnisse erfahren? Ich habe ihn gesehen. Gandolfi lebt. Er versteckt sich im Wald als alter Bettler verkleidet. Ich bin mir sicher, dass er es ist. Er ist der Krieger, auf den wir gehofft haben. Er wird die Fürsten der Schatten mit seiner legendären Waffe stürzen und uns alle retten. Ich wusste, er würde zurückkehren. Preiset den Allmächtigen. Ja, für dich hat es leider nicht gereicht. Aber wenn er wirklich noch lebt... Oh, das sieht verdammt nach einem Hexenhaus aus hier vorne. Das sah verdammt nach einem Hexenhaus aus. Na gut, wir haben einiges an Punkten. Ich glaube, wir sollten mal wieder ein bisschen was für Fähigkeiten ausgeben, auch wenn ich die nie nutze und auch nicht brauche eigentlich. Der Doppelsprung. Wenn du die Sprungtaste zweimal schnell hintereinander antippst, kannst du mitten im Flug nochmal springen. Auf diese Weise kannst du höher gelegene Orte erreichen oder die Sprungrichtung ändern. Ja, das haben wir ja erworben. Und der heilige Sprung? Wenn die Lichtmagie aktiv ist, entfesselt ein Doppelsprung ein Strahlengewitter aus Lichtenergie um dich herum. Oh! Der erste Angriff gegen einen geblendeten Feind richtet zusätzlichen Schaden an. Der Effekt wird dadurch aber aufgehoben. Na, das klingt doch durchaus spannend. Okay. Wir kaufen einfach mal ein bisschen was hier. Benutze die Seraphim-Schultern, um einen Doppelsprung auszuführen. Dieser Angriff kann die Feinde um dich herum viel höher in die Luft hieven als die Aufstiegsschlag-Kombo, sodass dir mehr Zeit bleibt, um sie mit Angriffen einzudecken. Aha. Nett. Das könnte man ja sogar mal unter Umständen nutzen. Der Wirbelwind. Okay, selbes Spiel wieder. Die Seraphim-Schultern ermöglichen uns in den höheren Sprung. Nehmen wir gern. Und die Luftwelle
LT und AA, okay? Nachdem du die Feinde mit einem Aufwärtshaken des dunklen Handschuhs nach oben befördert hast, kannst du mit den Seraphim-Schultern flattern, um deine Begegner mit dieser Combo wegzuschleudern. So kannst du Zeit gewinnen, wenn du mal umzingelt bist oder sonst wie in der Klemme steckst. Okay, klingt interessant auf jeden Fall. Ultimatives Licht und ultimativer Schatten. Wow, das klingt ja interessant. Halte den linken Bumper gedrückt, um den ultimativen Lichtmodus zu aktivieren. In diesem Modus drehst du dich ständig und greifst alle Feinde um dich herum an. Mit dem linken Stick kannst du deine Bewegungsrichtung steuern, um so den größtmöglichen Schaden zu verursachen. Behalte aber deinen Vorrat an Lichtmagie im Auge. Okay. Die sind arschteuer, aber sehr interessant. So, ich aktiviere die schon mal hier, also dass ich es gesehen habe. Nur um zu sehen, ja, das sind die letzten Fähigkeiten, die wir noch erwerben können. Da bin ich ja mal gespannt, wenn wir die dann haben, wie das abgehen wird. Aber erstmal kümmern wir uns weiter um die Story im Kummermoor.